Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Wenn ihr die letzten Videos gesehen habt, der Montag fängt echt klasse an. Erstmal vollgepackt mit vollen, mit tollen Sachen. Ich habe auch schon hier WhatsApp wieder. Ach Mutti, Heinz und Schottel. So. Katzenklos habe ich ausgepackt mit euch. Ich habe euch den Einkauf gezeigt. Fliegengitter habe ich noch nicht angebaut. Da bin ich, wie gesagt, immer noch am Überlegen, ob ich das mit euch mache. Dann habe ich jetzt noch drei Pakete. Erstmal kommen die Woche noch mehr. Was ich mir gekauft habe. Dazu, das sind zwei hier, seht ihr das? Ja, da will ich ein Video machen, werdet ihr dann schon sehen, warum. Und hier ist das jetzt dran. Weil ich musste mir was Neues holen. Der Onkel hat mich ausgelacht, weil ich sowas benutze. Ich möchte denn auch gerne von euch, wenn ihr gleich seht, was ich hier habe, von euch in der Videobeschreibung eure Meinung wissen. Scheiße, sieht die groß aus. So groß habe ich gar nicht gedacht, dass die so groß ist. Und zwar habe ich mir eine Bauchtasche geholt. Weil meine Bauchtasche, die ist jetzt hier schon kaputt gegangen. Und die hält jetzt natürlich nicht mehr so lange, weil das so ein komischer Stoff ist. Das ist kein richtiger Stoff. Da ist nämlich das nur raus. Also an den, die Naht ist aufgegangen oder so. Und das ist hier ein bisschen komisch verarbeitet bei der. Und deswegen habe ich mir von Eastpak, habe ich extra noch am Wochenende. Ja, am Wochenende habe ich, Samstag habe ich die ausgesucht. Sonntag habe ich die Nachricht gekriegt, dass es verschickt wurde. Oder Sonntag ausgesucht? Nee, Samstag. Ja, Sonntag, wo ich die Nachricht gekriegt, wurde verschickt. Heute ist Montag und ich hab's. Post macht's möglich. Und da wurde mir geholfen von Haselein beim Aussuchen, weil ich habe von sowas überhaupt keine Ahnung, was gut aussieht, was schlecht aussieht. Ich hole mir dann irgendwas und dann sieht das scheiße aus und dann sage ich auch, oh, scheiße. Und dann sagt jeder, na, auf dem Bild hat man es doch gesehen, dass es scheiße aussieht. Sag ich, nee, sah doch auf dem Bild ganz gut aus. Nee, guck doch da, die Ecke und die Kante und ha und ho. Ja, sowas sehe ich nicht. Sowas sehe ich nicht. Da bin ich blind. Ah ja, und da wurde mir jedenfalls geholfen beim Aussuchen. Und da habe ich mir jetzt eine Eastpak Bauchtasche geholt, wo ich dann halt mein Portemonnaie und alles reinklatschen kann. Das werde ich euch auch gleich nochmal zeigen. Der Onkel sagt, das ist out, ist hässlich. Keiner zieht heute meine Bauchtasche an. Ich sehe noch ganz viele mit einer Bauchtasche. Und ich kann euch auch genau verraten, warum ich eine Bauchtasche möchte und will. Weil wenn da muss ich runterschwenken, dass ich euch das mal zeigen kann. Ich packe jetzt mal meine, ich habe die schon ausgemistet. Das ist jetzt meine Bauchtasche. Meine aktuelle Bauchtasche, die ich ausgemistet habe am Wochenende, wo so ein Stapel Papiere rausgekommen ist. So, zeige euch, was ich hier alles mit bei habe. Ich habe mein Portemonnaie mit bei. Ich habe einen USB-Stick, wo Daten drauf sind. Den habe ich öfters mal mit bei. Man weiß ja nie. So. Dann habe ich eine Dampfe gerade mit bei. Den normalerweise ist jetzt hier zwischen dem Portemonnaie die OLED. Die ist aber gerade am Laden, weil die immer wieder leer ist. Und deswegen ist die gerade am Laden. Die müsst ihr euch jetzt noch dazu vorstellen. Die kommt eigentlich immer hier mit da beim Portemonnaie mit drin, weil hier vorne passt sie nicht rein. So, dann haben wir hier Papierkram, Kaffeebonbon, ein Chip für den Korb, noch ein Kaffeebonbon, eine Batterie von meiner Fernbedienung. Dann habe ich hier vorne noch meine Anstecker dran, die werde ich auch dann übernehmen. Dann habe ich hier noch eine Briefmarke. Wer weiß, für was das gut ist, dass man eine Briefmarke mit bei hat. Da habe ich hier noch eine Visitenkarte von Praxis Dammtor. Alternative Therapie, ach, da für meine Tochter wartet. So. Hier ist schon wieder was abgegangen. Wer weiß, wo das schon wieder abgegangen ist? Ah, der muss ja hier abgegangen sein. Ach, der kleine Anstecker ist ab. Ich hatte ja hier noch, ich hatte noch einen kleinen von Evolve dran, der ist ab. Na, leck mich am Arsch. Seht ihr? So schnell geht was verloren. So. Ach so, hier vorne auf. Und hier habe ich auch noch Zeug drin. Und ich habe die, wie gesagt, ausgeräumt. Am Wochenende. Und das muss jetzt alles hier wieder rein. Bin mal gespannt. Die sieht ja echt groß aus. Also die sieht größer aus, als ich dachte. Die sieht so groß aus wie die blaue, die ich habe. Mit einem Fach. Und so groß wollte ich eigentlich gar keine. Ich wollte so eine kleine, wo Portemonnaie eine Dampferin passt und fertig ist. Aber die sieht ja jetzt hier
mit Siegel. Ihr könnt da mal gucken. Ja, selbst da machen sie jetzt schon so eine Siegelrin, dass das echt ist. Naja. Ob das Not tut. Ob das Not tut. Ich will das nicht. Hier haben wir noch eine Eastpack. So kann ich, hier passt ja eine Dampferin locker. Da passen ja, kann ich also zwei Dampfen mitnehmen. Ja, die ist mir ein bisschen groß. Also die ist ja doch wirklich ein bisschen groß. Da kann ich ja so mein Handy hier vorne drin klatschen mit. Was vorher nicht gepasst hat. Okay. Also das ist, also, finde ich, Papiere, und da habe ich kein Fach für Papiere. Ja, finde ich jetzt ein bisschen groß, muss ich sagen. So, machen wir das noch mit drin. Ach so, hier hinten habe ich doch noch ein Fach. Okay. Ja, aber die finde ich doch ein bisschen groß. Ein bisschen klein, ein bisschen groß finde ich die. Ein bisschen. Ich werde die mal. Oh, aber der Verschluss ist sehr gut gearbeitet. Da ist bei mir ja schon relativ schnell das erste kaputt gegangen bei meiner Bauchtasche. Jetzt werden wir das mal hier so ummachen. Soll er locker sitzen, aber nicht zu locker. Weg mal so machen, dass man das so vielleicht sieht so ein bisschen. Oh, muss aufpassen. Nicht, dass er denkt, ich bin dick, ich bin nicht dick. Ich habe nur dicke Sachen an, ein T-Shirt. So, ich habe ein T-Shirt an. So. Ja, doch, geht. Ja, die passt sich ein bisschen besser. Die hat so eine, schon so eine leicht gebogene Form. Wenn ich mir da meine blaue hier angucke, die ist kackenstor. Die ist wie so ein, wenn du die hier dran hast, das ist dann natürlich nicht so schön. Und die ist halt noch ein Stück größer vom Volumen her. Und hier stand, glaube ich, drauf was von 2 Litern oder so. Ja, geht. Ja, geht. Geht. Und sitzt schön locker, die kann ich mir dann hier schön auf der Seite machen. Naja, das ist ein bisschen zu locker. Hier ist schon ein bisschen zu locker. So. Und da könnte ich rein theoretisch. Müssen wir mal gucken. Können wir ja mal gucken, was hier drin passt. Ja? So, machen wir erstmal hier. Die VT, die kann hier stehend rein. Die hat hier noch locker Platz, da kann ich dazu zumachen. Passt. So, dann hätte ich hier vorne. Warte mal, welche ist denn da höher? Welche ist denn höher? Die ist höher. Dann könnte ich die rein theoretisch nach hinten machen. So, dann sind die dicht zusammen. Passt. Die nach vorne. Passt. Obwohl, die könnte ja auch so passen, wa? Die passt so ja so. Zieht ein bisschen nach unten, aber. Ja, drei Dampfen bei. Ja, und hier ist noch so Platz für Liquid. Passt, wackelt, hat Luft, würde ich sagen. Aber bin ich jetzt für die nächste Zeit erstmal ausgesorgt. Habe ich jetzt hier drei Dampfen drin und dann könnte ich jetzt rein theoretisch halt in meine Dampfertasche nochmal welche reinpacken. Ich habe ja noch so ein kleines Dampfertäschchen zum Umhängen. Da könnte ich rein theoretisch dann auch nochmal zwei, drei reinpacken. Und oder Liquid zusätzliches und Batterien und so. Oder zwei und dann zusätzlich Batterien und Liquid. Und ich hätte ausgesorgt, muss ich erstmal gucken, habe ich jetzt hier ausgesorgt? Weil wenn wir nachher Bahn fahren, brauche ich genug bei. Ja, hier ist voll. Da kommt übrigens auch demnächst noch ein Video zu dem, was ich hier drin habe. Das ist der Tom Sawyer von Tom Clark. Hier habe ich auch noch Nightdreams hier noch drin. Und mein Flashy ist leer. Das war so klar, dass der Flashy jetzt leer ist. Und ich weiß nicht, was ich in mein Flashy fülle. Was mache ich denn in mein Flashy? Ja, ach, da kann ich gleich mit euch noch machen, kann ich euch mein kleines Dampfertäschchen mal vorholen. Ich habe noch einen Schwupp Erdbeer. Ich habe noch Snake. Genau, das Schlangenöl habe ich ja noch, das wollte ich ja auch noch mal testen.
Dann kann ich das gleich mal in den Fläschchen machen. Oder nehme ich erstmal das. Wie viel habe ich denn hier drin? 10 Milliliter oder wie viel sind hier drin? Weiß doch nicht. Geht doch hier auf. Achso, nicht da. Ich mache mal die 7, mache ich hier einfach mal rein in den Fläschchen. So schnell kann es gehen, dass man einfach mal eine Bauchtasche vorstellt und gleich mal ein Fläschchen nachfüllt. Das ist so schön unkompliziert beim Fläschchen. Und hier mache ich jetzt einmal das, wer ist das? Selegion 7. Mache ich jetzt hier einfach mal rein. Oh, das ist sehr dickflüssig. Kommt hier aber sehr gut raus, muss ich sagen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sich das so gut gießt. So. Ich jetzt noch immer neue Watte drin. Ach, ich brauche keine neue Watte drin. Ich habe ganz nagelneue Watte drin. So. Jo, dampft. So, das war's auch schon. Dann würde ich mich jetzt erstmal verabschieden bei euch. Und ich sage, wir sehen uns im nächsten Video, weil ich habe noch 2 Unboxings für euch. Und möchte gerne noch was zu sagen, warum ich mir da gerade was bestellt habe und was ich mir da bestellt habe. Ja, eine werden mich dann, denke ich mal, für Macke Dai Dai halten, warum ich mir gerade das bestellt habe, nur deswegen. Aber ist egal. Wenn ihr das wissen wollt, guckt einfach das nächste Video. Ahoi, sagt euer Odin.